Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES EM 2020. Die zweite Folge hier aus diesem neuen EM-Modus. Ich freue mich, die erste Folge ist unglaublich gut angekommen. 120 Likes haben wir geschafft, über 1200 Aufrufe. Das ist der Wahnsinn für meinen Kanal, dass das mal wieder so gut läuft. Ich bin total impressed. Ich will jetzt nicht zu hoch gehen, aber ich würde sagen, ich hoffe, dass diese Folge genauso gut ankommt. Deswegen tut bitte euer Bestes. 80 Likes, wenn wir packen. Das wäre schon mal was. 80 Likes, haut den Like-Button rein. Wenn es weiterhin so gut ankommt, werden wir auf jeden Fall diesen EM-Modus und allgemein PES und FIFA und was alles noch auf uns zukommt in naher Zeit, das werden wir richtig durchsuchten. Da wird der Kanal richtig abgehen. Also tut euer Bestes dafür, sonst bin ich demotiviert und mach gar nichts. Nee, Spaß beiseite, aber das hilft mir natürlich immer, das motiviert, das ist ja ganz klar. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass die letzte Folge so gut angekommen ist, obwohl ich so lala gespielt habe. Also mir ist es sehr, sehr schwer gefallen zu spielen. Habe gegen Frankreich 1-0 verloren. Das 1-1 in der Nachspielzeit zwar geschossen, aber aberkannt durch Abseits. Total bitter, sonst hätten wir hier noch einen Punkt mitgenommen. So ist das Ganze jetzt total unsicher, weil wenn wir gegen Island verlieren, dann kann es schon sein, dass wir raus sind. Wenn wir hier gewinnen oder einen Unentschieden spielen, dann kann es schon sein, dass wir dabei sind. Ich weiß noch nicht, kommen die ersten zwei oder die ersten drei sogar weiter? Irgendwie sowas. Also normalerweise die ersten zwei, aber irgendwie... Je nachdem, ersten zwei oder drei, irgendwie, also ist irgendwie ganz, ganz komisch. Schauen wir auf jeden Fall später mal rein. Ihr könnt auch jetzt gerne mal reinschreiben, wie weit komme ich mit Deutschland in dieser EM? Also ich bin ja jetzt noch in der Gruppenphase, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt überhaupt weiterkomme in die K.O.-Phase, aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie weit ich komme. Also Viertelfinale, Halbfinale, Finale oder gar nicht mehr durch die Gruppenphase, das werden wir jetzt gleich alles sehen. Ich habe ein, zwei Sachen geändert, da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Wir starten erstmal rein und schauen mal auf die Formation und sehen, dass Gündogan total in Topform ist. Den möchte ich auch gerne mal von Anfang an spielen lassen. Und Julian Brandt spielen wir mal links für Sané, wir können ja immer noch wechseln. Und dann haben wir eine zweite Abstimmung gemacht, da haben 160 Leute abgestimmt und es waren, glaube ich, 35% nur für Manuel Neuer und der Rest waren für Marc-André Ter Stegen und dementsprechend überwiegen natürlich diese 65% für Ter Stegen und dementsprechend setze ich jetzt die nächsten Spiele Ter Stegen ein, anstatt Neuer. Neuer hat zwar nicht schlecht gespielt, aber ihr habt euch das gewünscht, dementsprechend würde ich auf Ter Stegen gehen. Das war natürlich jetzt nur so eine Abstimmung von wegen, wen findet ihr besser, aber viele haben dafür Ter Stegen gestimmt, deswegen lassen wir auch Ter Stegen spielen. Hör mal. Jawohl! 1-0, siebte Minute und die Tore. Ich höre sie doch gleich schon. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also falls ich die noch lauter machen soll, könnt ihr es mir gerne reinschreiben, aber ich finde es eigentlich so ganz gut. Und Julian Brandt, den ich gerade eingewechselt habe für Sané, macht in der siebten Spielminute das ganz, ganz wichtige 1-0 für Deutschland, für uns. Bin mal gespannt, was das hier wird. Ob es auch ein 6-0 wird oder eher so ein 1-1. Ne, ein 1-1 nicht, weil Werner da steht und was macht ihr denn? Der rennt am Tor vorbei, anstatt zu schießen. Ich habe auf Kreis gedrückt. Ist das traurig. Was ein Pech. Oh. Schade. Man hört die Fans auch schön Deutschland, Deutschland singen. Habe ich auch noch nie gehört. Aber jetzt hier und heute schon. Ah, der passt ein bisschen weit und Werner geht schon wieder zu weit raus. Was mache ich denn? Dieser Typ... Der passt nicht zu meinem Spielstil. Mit dem kann ich nicht gut spielen, irgendwie. Mann, ey. Guck mal hier, muss ich abziehen und nicht da rausrennen. Das ist so schlecht gewesen wieder. Ei. Was denn jetzt, ne? Jetzt, wenn ich groß raus tue, dann kriege ich so einen Freistoß. Das ist so ein Prank einfach. Ja, Reus aber auch nicht schlecht.
Reus auch ein guter Freistoßschütze. Come on. Reus, das gibt's nicht. Okay, noch ein Freistoß. Nehme ich mit. Meine Frisur wieder richten, richtig geil. Come on, Reus, das war ein guter Freistoß. Er war richtig schön. Er hat sich fast reingedreht und dann doch zu stark gedreht. Der dreht sich rein, jawohl. Bam, richtig geil. Jawohl! 2 Anläufe hat's gebraucht. Einer an den Pfosten. Und der andere ist drinnen. Das Ding hat den Ball. Und damit gehen wir in die Halbzeit. Ich vermisse das so ein bisschen in meiner Trainerkarriere mit Bayern. Weil diese Freistöße, was ich mit Reus geschossen habe, das ist so torgefährlich einfach. Der erste in den Pfosten, der zweite ist drin. Und genauso könnte ich das mit Bayern auch machen. Aber seitdem wir Coutinho da verkauft haben, habe ich keinen richtigen Freistoßschützen bei Bayern. Ich überlege echt schon, wie man Reus in der Trainerkarriere kauft. Naja, schauen wir mal. Da schauen wir in der Transferphase dann mal. Aber 72% Ballbesitz, 9 Schüsse, 5 aufs Tor, 2 drin. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Das ist nicht schlecht. Das Ding. Er hätte nochmal abspielen können. Das wäre, glaube ich, gefährlicher gewesen, als wenn er hier geschossen hätte. Aber er traut sich den Schuss zu. Ja, und der trägt den Ball raus. Hey, Timo Werner ohne Müllner. Da wollen ja einige, dass ich mir den kaufe. In der Trainerkarriere. Aber ganz ehrlich, der geht mir so auf den Sack, der Typ. Klar, vielleicht ist er ein guter Spieler, aber ich kann mit dem auf jeden Fall nicht so spielen. Nicht so wie mit einem Robert Lewandowski oder Haaland oder wer auch immer. Ah, Gnabry. Werner muss auf jeden Fall raus, dafür kommt Havertz und dann noch hinten Hector und Toni Kroos. Und Hector! Das wär's gewesen. Naja, es ist schon krass genug, wenn Brandt den jetzt macht. Macht er aber nicht, dafür Havertz. Yes! Jawoll! Puh! Ja, ich finde die Lautstärke von den Toren eigentlich ganz gut. Also ich muss mir das im Schnitt nochmal anhören, aber... Man will ja auch, dass die Fans lauter sind als die Täume, ne? Ist ja in echt logischerweise auch so. Außer jetzt gerade, wo die Fans nicht vorhanden sind. Ja, sehr schön gemacht. Leider Brand nicht. Das wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn Brand ihn dann direkt gemacht hätte. Aber ja, dass ich dann mit Gnabry nicht direkt geschossen habe, was vielleicht funktioniert hätte. Aber so war es schon sicherer, dann zu sagen auf Havertz und der macht ihn dann rein. Gut, bin ich gut. Und Reus, 4-0. Sack ist auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall. Schön gespielt. Schön gespielt, schöner Schuss. Marco Reus, 4-0. Damit sind wir ganz, ganz sicher weiter in der K.O.-Phase im Viertelfinale. Das ist so einfach. Glaube ich fast kaum. Wahnsinn, 5-0. Was ist denn hier los? Ich kann einfach aufs Tor zurennen. Und einfach schießen. Und ich habe ja jetzt keine schlechte Mannschaft, die da aus der zweiten Reihe mal 50 Meter neben das Tor schießt. Niemand greift mich an. Position gut. Schuss gut. Spiel ist aus.
Wir können uns feiern, denn wir sind in der K.O.-Phase. Jawohl! So, Frankreich gewinnt gegen Portugal, das heißt, wir sind zweiter Platz. Spanien auch 5-0 gegen Weißrussland, also niemand soll bitte in die Kommentare schreiben, dass das unrealistisch ist. Es gibt sogar KIs, die offensichtlich 5-0 spielen, also mit 6 Punkten sind wir dann doch ja ganz gut durchgekommen. Die Tordifferenz halt ziemlich heavy. So, jetzt bin ich gespannt, gegen wen geht es ran? Heiß, gegen Finnland, das nehme ich mit. Das hätte durchaus schlimmer kommen können. Vor allem dafür, dass wir nur Zweiter waren. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dementsprechend spielen wir jetzt dann entweder gegen Italien oder die Ukraine. Je nachdem, wer da weiterkommt. Ich denke mal Italien. Und ich hoffe, dass wir weiterkommen. Das heißt, das nächste Duell in der nächsten Folge ist dann Italien gegen Deutschland. Uiuiui. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen Finnland. Let's go, come on. LOL! Havertz ist ja ein König. Der hat das richtig gut gemacht. Mit Werner habe ich ja noch nie ein Kopfballduell gewinnen können. Ist jetzt auch keine Überraschung oder so. Aber ich spiele das ein oder andere Mal auf Flanken und da ist Havertz natürlich dann schon cool. Oh! Eieiei! Oh, Sané an den Pfosten. Das war natürlich eine unglückliche Position und er auch glücklich. Aber Pfosten ist halt Pfosten. Das war immer, ist immer knapp. Jawohl! 16. Spielminute. Reus in Topform mit dem 1:0 für Deutschland. Sehr cool. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die zu offen stehen. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, aber daran muss es liegen, dass die alle so lala spielen, weil die haben auch auf offensiv gestellt. Schon die ganze Zeit. Ja, die machen es einfach nicht gut genug. Wir machen es sehr gut. Und dann ist es das 2:0. 21. Spielminute, fast schon ein Doppelschlag. Nach dem Fehler da hinten, ganz wichtig, dass wir es vorne machen. Und Havertz, der Junge gefällt mir besser als Werner. Ja, ist einfach gut gespielt. Runter auf Sané, dann ist oben der Platz. Havertz kriegt ihn, der Torwart trafft es nicht ganz. Kurze Ecke ist offen. Radeki kommt nicht richtig dran. Okay. Aber jetzt sind sie wieder offen wie ein Scheunentor, ne? Das ist denen halt leider nicht ganz so bewusst, glaube ich. Und Havertz, Alter, klatscht der Ball da ab. Schade. Und er klatscht wieder dahin. Diesmal vom eigenen Mann. Was war das denn? Aber das war wieder ein super Konter. Also, da kann man nichts sagen. Wir kontern halt unglaublich stark und die ermöglichen uns das. Ja, okay. Das war jetzt nichts. Aber wie gesagt, schöner Konter, Havertz an den Pfosten. Total schade. 2:0 zur Halbzeit. Hatten wir, glaube ich, gerade auch, oder? Reus und Havertz machen die Dinger. Ja, wie gesagt, also total gutes Spiel von uns. Also muss man ganz ehrlich so sagen, wenn man so spielt, dann hat man es auch verdient, dass man zur Halbzeit 2:0 führt. Damit haben wir zwei offensive Wechsel auf jeden Fall gemacht. Goretzka relativ offensiv, Brand auf jeden Fall offensiv. Mit denen wir gut kontern können. Und dann brauchen wir noch einen defensiven Wechsel. Weil hinten brauchen wir ja auch noch Leute. Und da ist die Chance, da ist das Tor. Havertz, Doppelpack. Vorlage, der eingewechselte Brand. Naja, komm. Ich suche jetzt hier rum, wen ich da wechseln soll. Komm. Da wechseln wir halt Werner ein. Ist doch egal.
Machen wir's. Werner kommt rein. Für Konter ist der Typ ja gut. Mein Havertz ja auch. Ne, hat jetzt einen Doppelpack gemacht, aber zum Kontern ist Werner auch gut. Also ich bitte dich. Ja, guten Morgen. Was soll das denn? 10 Minuten noch zu spielen, gelbe Karte. Na, das bringt natürlich jetzt auch nichts. Der Kapitän holt sich dann eine gelbe Karte ab. Also steht 13-0. Die Sache ist ziemlich, ziemlich safe. Aus dem Freistoß irgendwas zu machen, das ist schon schwer. Aber es gelingt! Als ob das geklappt hat! 4-0! Als ob! Achtzigste Spielminute, Tor! Marco! Ach Mann. Nicht schlecht, als ob das funktioniert hat. Ja, damit ist das Ding ganz sicher durch. Sané schmeißt sich hin. Ist der irgendwie verletzt oder so? Ne, der steht schon wieder. Hat ihn jemand umgehauen? Ich hab's nicht genau gesehen. Oh, komm, ja, er kommt hin. Und Kimmich. Und Joshua Kimmich. Was sollte das? Warum habe ich da gelupft? Ganz ehrlich, Alter, das war ganz kurios. Schade, hätte ich einfach anders schießen sollen. Ich wollte so einen Dortmund-Lupfer hinlegen, offensichtlich. Ich weiß selber nicht, was ich wollte. Werner, Mann, der Typ, ne? Ah, mit dem triffst du das Ding nicht, das ist der Wahnsinn. Weiß nicht, ob ich mit dem überhaupt schon mal ein Tor gemacht habe. Vielleicht, aber heute nicht. Naja, egal. Das Ding ist durch. Da können sie jetzt rudern, wie sie wollen. Das Ding war beim 2-0 schon ziemlich eindeutig. Nach dem 3-0 safe und nach dem 4-0 chancenlos. Oh, oh! Hoppla, hopp! Gerade spreche ich's an. Da können sie wohl nichts mehr machen. Und da machen sie 90 plus 1, das 1-4. Muss natürlich nicht sein. Bisher habe ich im ganzen Wettbewerb ein einziges Tor kassiert und das war gegen Frankreich. Die 1-0 Niederlage. Das ist das zweite Tor im ganzen Turnier. Muss natürlich nicht sein. Bei so einem Spielstand. Dass ich da nochmal eins kassiere, aber... Ansonsten juckt mich das eigentlich gänzlich wenig. Timo Werner, Werner! Endlich! Direkter Gegenschlag, dann sind es halt 5-1. Schön gemacht, dass Werner hier mal trifft, sogar per Lupfer. Auch nicht schlecht. Direkte Antwort. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und macht diese 80 Likes voll, das würde mich unglaublich freuen. Wir schauen jetzt aber nochmal ganz kurz rein, gegen wen wir denn spielen. Ich spiele nicht gegen Italien. Was? Gegen die Ukraine? Als ob die gegen Italien gewonnen haben. Also das gegen Ukraine kommen wir weiter, würde ich sagen.
Und dann ist die nächste Folge safe Viertelfinale und Halbfinale. Falls wir dann ausscheiden, dann gibt es keine extra Folge mehr. Falls wir weiterkommen, gibt es dann noch die dritte, das Finale. Aber das wäre meine Idee. Das fände ich auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten würde ich mich jetzt bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet wieder mit rein. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.